Eine gigantische Planetenparade erwartet uns. Ein riesengroßes Event findet statt jetzt Ende Juni. Und die geistige Welt, die Arcturianer, die Plejada, die lieben Wesen von der Venus, von Sirius, alle sagen sie, dieses Event ist so wichtig und jeder sollte dabei sein. Also ist es wichtig, dass du heute hier bist und wir zusammen dieses Video anschauen können. Gleich mehr dazu. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Nirjana Kardinal und ich bin das Hauptmedium der Smarana-Gruppe. Wir sind mit unseren Partnern und Partnerinnen in Deutschland, Österreich und der Schweiz vertreten und wir sind eins der größten Online-Portale für Webinare in der Bewusstseinserweiterung. Und wenn du gerne immer die neuesten Nachrichten aus der geistigen Welt erhalten möchtest, dann darfst du jetzt gleich meinen Kanal abonnieren und ich danke dir sehr dafür. Ja, und jetzt kommen wir gleich zu diesem wundervollen Mega-Event, was uns das Universum bietet. Denn der Juni ist hochenergetisch, ihr wisst es ja schon. Vom 1. bis 4. Juni hatten wir schon 5 Planeten in einer Reihe. Und dann von 5. bis 25. Juni haben wir 6 Planeten. Und ab dem 26. Juni bis zum Ende haben wir 7 Planeten. Ich habe hier euch mal so ähnlich ein Video gemacht. Ihr seht, also die stehen alle. Das ist übrigens die Erde. Und ihr seht, und da vorne ist die Sonne. Ihr seht, dass die Planeten wie auf einer Perlenkette angeordnet sind. Und daraus entsteht so ein intensiver Lichtstrahl, ein ganz kräftiger Lichtstrahl. Und dieser Lichtstrahl öffnet das Sirius-Portal. Und das alles fließt auf die Erde zu uns. Und das macht mich so richtig froh, weil das Sirius-Portal, das ist ja die bestmögliche Unterstützung, die wir bekommen können. Viele von euch kennen vielleicht schon Leroni. Leroni ist eine der 7 kosmischen Schwestern und sie kommt von Sirius. Und für die Kanalmitglieder haben wir auch schon eine Ausbildung gemacht zum Sonnentherapeuten vom Sirius. Wer sich dafür interessiert, wir haben heute ein großes Geschenk für euch alle. Wir öffnen nämlich, weil die Energie so hoch ist, öffnen wir dieses Webinar und schenken es euch allen. Ihr findet unter dem Video den Link. Ihr dürft also heute mal alle, die es möchten natürlich, an diesem Webinar teilnehmen zum Sonnentherapeuten. Leroni selbst ist ein ganz liebevolles Wesen und trägt so viel Sonnenenergie im Solarplexus und unterstützt uns jetzt gerade in dieser Zeit sehr, sehr intensiv. Und wer sich dafür interessiert und vielleicht noch tiefer einsteigen möchte, der könnte am Samstag an unserem Webinar teilnehmen in der Ausbildung zur Sirius-Schule. Das ist eine hohe Schule in die Mysterien von Sirius, die uns auch unsere Urfrequenz spüren lässt. Und das alles wird jetzt die Tage über die Energie der 7 Planeten getragen und unterstützt. Die Zahl 7 spielt auch eine sehr große Rolle für uns Menschen. Wenn ihr überlegt, eigentlich begegnet uns die Zahl 7 fast jeden Tag, kann man sagen. Das fängt an bei den 7 Wochentagen, bei den 7 Chakren, bei den 7 Noten im Notenschlüssel, bei den 7 Weltwundern, bei den 7 Planeten, bei diesen wundervollen 7 Planeten. Und das ist die Erde, die alles aufnimmt und bekommt. Und natürlich auch bei den 7 Schwestern, bei den 7 kosmischen Schwestern. Und sie werden uns heute durch diese Botschaft zusammen mit Leroni führen. Wir werden also intensivst mit dieser Energie, mit diesem Strahl, der durch die Planeten fließt, in Berührung kommen. Und wir werden dadurch eine Herzöffnung bekommen und wir bekommen auch ein ganz besonderes Geschenk heute in dieser Botschaft, welches uns sehr unterstützen wird, durch diese Tage hindurchzukommen. Denn der Juni ist ja schon sehr, sehr energetisch hochfrequent
Und die Hochsensiblen unter uns, die wissen das. Und ich denke, ihr werdet euch alle freuen, in dieser Botschaft eine ganz große Heilung zu bekommen und auch den Kontakt herzustellen zu eurer Seele und dieses Geschenk zu erhalten. Und bitte schreibt mir nachher unter dem Video, was ihr für Geschenke bekommen habt, weil das ist schon sehr individuell und auf euch abgestimmt, diese Geschenke. Das, was heute, jetzt seit dem, nicht heute, aber was seit dem 21.06. mit dem Sommerwendfest begann, weil da kam nochmal so ein richtig intensiver Energieschub und der beschleunigt auch noch die Energie, so dass diese sieben Planeten tatsächlich dann ab dem 26. Juni in Reih und Glied stehen und ihre Energie vereint über das Sirius-Tor auf die Erde bringen. Ich wünsche euch in den Tagen viel Ruhe und viel Kraft. Seid achtsam auf eure Gedanken, was ihr so denkt und manifestiert, denn es hat durch diese große Toröffnung eine besondere Kraft und es wird also das, was ihr denkt, besonders verstärkt. Das heißt also, wer positiv denkt, bekommt eine positive Verstärkung und wer jetzt mal negativ denkt, bekommt eine negative Verstärkung. Deswegen lege ich euch das sehr ans Herz. Und wegen dem Herz, ihr bekommt alle eine ganz große Herzöffnung. Und das ist für uns ja sehr wichtig in der aktuellen Zeit, dass wir uns über das Herz begegnen, mit dem Herzen sprechen und mit dem Herzen fühlen und sehen. Und das ist auch der Wunsch von Leroni. Leroni, eine der kosmischen Schwestern, die mich eine Zeit lang begleitet und die jetzt für euch da ist und euch diese wundervolle Botschaft zusammen mit den sieben kosmischen Schwestern bringen wird. Ich wünsche euch gleich ganz viel Freude dabei. Ich habe hier das Auraspray der Sternensaat, das nehme ich, um mich einzustimmen und es ist schön, um einfach auch schneller in der Energie zu sein. Ich schicke euch ein bisschen rüber. Ich weiß, dass viele von euch das fühlen und sogar riechen können. Ja, und jetzt geht's gleich los. So schließe deine Augen. Und konzentriere dich ganz auf dich selbst. Spüre deine innere Ruhe, deine Kraft und atme das Licht der Liebe ein. Versuche dich zu zentrieren und so dich gut vorzubereiten für die Botschaft, die wir gleich erhalten werden. Du erhältst jetzt eine Botschaft vom Sirius. Mit dem Segen des Lichtes vom Sirius begrüße ich dich voller Liebe. Mein Name ist Leroni und ich bin eine der sieben kosmischen Schwestern. Etwas Großes geschieht gerade und wir, die kosmischen Schwestern, sind schon voller Freude auf dieses Event. Denn das Tor der Plejaden öffnet sich und mit ihm wird eine große Parade von Planeten zu sehen sein, die schon lange nicht mehr so zusammengekommen waren. Ein wahrlich großes Ereignis erwartet dich. Wir sind sehr aufgeregt, denn diese hochenergetische Konstellation hat sich seit sehr vielen Jahren nicht mehr ereignet. Und wir möchten über die Planetenenergie unsere Liebe und Kraft mit euch teilen. Diese kosmische Ausrichtung wird positive Veränderungen für die gesamte Menschheit ermöglichen. Und wir möchten dich ermutigen, an den Feierlichkeiten teilzunehmen und mit uns zu dieser Toröffnung zu gehen.
So begib dich nun an einen Platz, an welchem du ungestört sein kannst. Vielleicht kannst du es so einrichten, dass du dich zum Universum in östlicher Richtung ausrichtest. Wenn dies nicht möglich ist, mach dir keine Sorgen. Die Energie wird dich trotzdem erreichen, ganz egal, wo du bist. Lass nun deine Gedanken wie die kleinen weißen Wolken am Himmel vorüberziehen. Und genieße die Stille des Moments. Vielleicht spürst du eine leichte Brise um dich herum oder auf deiner Haut. Das ist die Energie der sieben kosmischen Schwestern, welche sich dir jetzt nähern. Gib dich diesem Gefühl hin und lass es einfach mal durch deinen ganzen Körper fließen. Höre auf die friedliche Stille um dich herum und atme tief ein und aus. Wir, die Schwestern, bringen dich jetzt in einen höheren Bewusstseinszustand. Und du spürst vielleicht ein leichtes Kribbeln in deinem Körper oder ein Gefühl der Leichtigkeit. Lass es ruhig geschehen und vertraue, denn es geschieht alles zu deinem allerhöchsten Wohle. So führen wir dich mit deiner Erlaubnis zu dem großen Tor. Deine Seele spürt, wie Zeit und Raum miteinander verschmelzen. Und so beginnt dein Körper schwerelos zu werden. Deine Flügel beginnen sich zu entfalten und tragen dich nun in das Zentrum der Toröffnung hinein. Die Energie der sieben Planeten umgibt dich und ein Strahl der Liebe fließt jetzt in dein Kronenchakra hinein. Er öffnet die Verbindung zu den höheren Reichen und Dimensionen für dich. Und du empfängst jetzt unsere direkte Übertragung von Energie und Liebe. Wir sind hier, um dich auf deinem Weg zu unterstützen und dir zu helfen, dich zurückzuerinnern. Und so erlaube dir, dich so tief wie möglich fallen zu lassen. Denn für jeden einzelnen von euch geschieht etwas Großartiges. Und es ist mit menschlichen Worten kaum zu beschreiben. Deswegen bitten wir dich jetzt einfach, nur zu genießen und nur zu sein.
Ich, Leroni, und die anderen Schwestern übergeben dir jetzt ein Geschenk. Dieses Geschenk ist energetisch genau auf dich abgepasst. Nimm es nun entgegen und fühle, was es ist. Es trägt die Energie der Liebe und der neuen Erde, der neuen Zeit. Es ist dein Werkzeug, dein ganz persönliches Werkzeug, und es wird dich durch die aktuelle Zeit führen, unterstützen und schützen. Dein Erwachen wird noch mehr, noch viel mehr für dich fühlbar sein als bisher. Wir, die kosmischen Schwestern, senden dir unsere Liebe. Erinnert euch daran, wer ihr seid und woher ihr kommt. Ihr seid mächtige Schöpferwesen des Lichtes. Und die Zeit ist gekommen, dass ihr euch an eure wahre Identität erinnert und eure Macht jetzt einfordert. Seid euch gewiss, wir lieben euch bedingungslos. Wir sind immer bei euch und werden euch niemals alleine lassen. Und jetzt, wo jeder sein Geschenk erhalten hat, ist es an der Zeit, durch das Tor zurückzugehen. Und sei dir sicher, du wirst dich an alles erinnern. Du wirst alles wissen, was du wissen musst, wenn die Zeit reif ist. Aber heute schon kannst du auf diese Energie deines Werkzeuges und die der Toröffnung zugreifen, wann immer du möchtest. So empfange nun den Segen des Lichtes vom Sirius und sei behütet und beschützt. Deine Leroni. So komme nun langsam wieder in das Hier und Jetzt zurück. Bewege Hände und Füße, öffne deine Augen und sei ganz wieder hier. Es war wunderschön, wunderschön für mich. Ich hoffe, dass es für euch genauso schön war. Leroni hat das so toll gemacht. Sie ist ein wundervolles Wesen. Sie trägt die Sonne in ihrem Herzen. Und das passt so gut zu dieser wunderbaren Planetenkonstellation, die wir jetzt genießen dürfen. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit. Und ich wünsche dir so viel Kraft, dass du wunderbar und leicht durch die Zeit hindurchkommst. Wir sehen uns, wenn du magst, zum nächsten Video. Und wenn dir es gefallen hat, klicke hier auf die Kugel und abonniere mich. Ich danke dir sehr dafür. Bis bald!